Schönen guten Tag zu meinem zweiten Webinar. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen heute um 16 Uhr. So, schönen guten Tag. Ich beginne noch einmal, weil ich angezeigt habe, dass es nicht korrekt eingeschaltet war. Ich hoffe, jetzt sind alle da. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Webinar. Und heute möchte ich mit einem schon lange mir wichtigen Gerücht aufräumen, dass es keine Rolle spielt, welchen Sensor ich verwende. Und alle Fotografen, die behaupten, sie haben einen Vollformatsensor und wären deswegen genauso gut aufgestellt wie ein Mittelformatsensor, denen möchte ich einmal heute die Unterschiede zeigen und zeigen, was es für eine Vorteile bringt, wenn man also einen ordentlichen Sensor hat. Anfang noch, wer nicht die nächste Stunde, heute wird es ungefähr eine Stunde dauern, mir zuhören kann oder möchte, kann das dann natürlich gerne nachholen. Auf der YouTube-Seite von Hasselblad findet ihr dann einige Stunden später das ganze Webinar und ihr könnt euch auch Handouts ausdrucken und während des Webinars Fragen stellen, die dann sofort beantwortet werden. Bevor ich anfange, ich weiß, beim letzten Webinar habe ich das auch schon gemacht, möchte ich nur ganz kurz auf die Meilensteine von Hasselblad eingehen. Es ist deshalb wichtig, weil Hasselblad immer schon auf das Mittelformat gesetzt hat und all die Jahre bewiesen hat, dass es was bringt. Dann noch eine kurze Zusammenfassung von 1941 mit Beginn der HK7 bis hinauf zu den Top-Kameras, die wir heute haben. Die Darstellung, was 2019 passiert ist, ist letztlich das, was viele, viele Kollegen von mir und Kolleginnen von mir Hasselblad immer vorgeworfen haben, ist, dass also die Kameras zu groß und zu schwer sind, was gerade für Fotografinnen oft ein Problem war oder für 5-6-stündige Shootings oft ein Problem war. Seit es die X1D gibt, die nicht größer ist als eine handelsübliche Kleinformatkamera und jetzt auch die 907X, ist auch dieses Argument sozusagen nicht mehr zu machen. Beim letzten Webinar haben einige Kollegen mir Mails geschrieben, warum Hasselblad und warum ich sozusagen auf Hasselblad stehe. Und ich sage es immer gleich, es ist nicht wie bei Autos, wo man sagt, okay, ich liebe Porsche, ich liebe Mercedes, ich liebe VW, ich liebe Skoda. Bei Hasselblad, generell bei Kameras, ist es so, dass wir von einem Werkzeug reden. Fotografie ist Handwerk über weite Strecken in Verbindung mit Lichttechnik, mit Kreativität und kein Tischler, kein Schlosser, kein was immer ausführender Beruf würde ein Handwerk wählen, das ihm die Arbeit erschwert und nicht erleichtert. Meine Antwort ist immer dieselbe. Ich arbeite jetzt 20 Jahre mit Hasselblad, ich habe davor mit Canon gearbeitet, ist ein Handwerkzeug für mich, das mir die Arbeit erleichtert. Ich kann meine kreativen Sachen leicht umsetzen. Ich spare Geld in der Retusche und der Post-Production, weil alles, was ich mir vorstelle und was ich brauche, diese Kamera schon mitbringt. Und das Wichtigste bei einer Kamera und noch dazu bei einem Kamerabauer ist, dass alle Komponenten aus einer Hand kommen und der Sensor und die Verschlüsse, das Gehäuse und die Software von einem gemacht wird. Das ist ganz einfach. Wenn ich eine Linse kaufe, die nicht für diesen Body bestimmt ist, habe ich eine Schnittstelle und der Linsenproduzent muss schauen, dass er für möglichst viele Fotografen, für viele Nutzer attraktiv ist und kann nicht auf einen speziellen Kamerabody, auf einen speziellen Chip eingehen und die Linse so anpassen, dass sie optimal zu einem bestimmten Body passt.
Bei Hasselblatt ist es so, dass alles aus einer Hand kommt. Es beginnt beim Bau, es beginnt bei der Batterie, es beginnt bei den Schnittstellen, der Software und bei den Chips. Wie ihr da seht, habe ich jetzt einmal das bildlich dargestellt. Das ist der Sensor der H6D100C, also der großen Mittelformatkamera von Hasselblatt. Das ist der Sensor von der X1D und das ist dann der Sensor der Entschuldigung. So, dann kann man da besser ein bisschen verschieben. So, jetzt sind wir wieder da. Das ist der Sensor, der also in handelsüblichen DSL-Kameras und der Vollformat- oder Full-Frame-Sensor genannt wird. Und viele Fotografen unterliegen dem Irrtum und ich höre es immer wieder, wenn ich sage, welche Kamera benutzt du für diesen Job? Und er sagt dann, ja, ich habe eine XY-Marke Kleinformatkamera, aber ich habe einen Vollformatsensor. Und ich sage dann immer, Vollformat im Kleinformat ist nicht so groß wie Mittelformat. Aber viele verstehen diesen Zusammenhang nicht. Ich habe nichts gegen Kleinformatkameras und Vollformat. Chips, die heute auch sehr gut sind und auch viel aufmachen können. Aber es ist natürlich logisch, dass auf einer Minderfläche von ca. 30-35% auch weniger Auflösungspixel, weniger Photoninformationen, weniger Pixel generell Platz haben. Und aus diesem Grund ist es so, dass der Mittelformatsensor einfach derart viele Vorteile bringt und auch in der Zusammenarbeit mit Kunden und bei Aufträgen mit Kunden kann ich aus einem Mittelformatbild problemlos 4 Bilder machen. Also ich kann das Bild viertel, kann Ausschnitte herausnehmen und habe immer noch ausreichende Auflösung für den Kunden. Das heißt, er hat eigentlich mit einem Mittelformatsensor geschossenen Bild bis zu 8 Bilder im Bild, was bei vielen Sparten und vielen Kunden ein Thema ist. Ich habe schon angesprochen, wenn ich natürlich in den dunklen Stellen des Bildes, in den Schatten und in den besonders hellen Stellen noch Farbinformationen habe, dann, und ich kann das Bild auf einmal aufnehmen und ich muss nicht stitchen, 3-4 Bilder, sparen wir natürlich Zeit in der Postproduktion. Und was für uns als Fotograf natürlich ein großer Kostenfaktor ist, wenn ich es außer Haus mache oder auch wenn ich einen Menschen angestellt habe, der Postproduktion macht. Also so gesehen beginnt in der Kamera, im Kamerabody, in der Kameratechnik, in der Fotografietechnik alles mit dem Sensor. Wenn wir jetzt schauen, welche Sensoren Hasselblatt verwendet, das sind diese CMOS-Sensoren, dann kann man sagen, dass es im Mittelformatsektor, im Mittelformatsensorsektor derzeit keinen besseren Sensor gibt. Das ist die bestmögliche Bildqualität, die ich auf diese Fläche unterbringe. Und je größer natürlich die Pixel und die Pixelhäufigkeit auf diesem Sensor ist, umso mehr Lichtsammelkraft habe ich und umso feinere und detailliertere Toninformationen habe ich. Später im Webinar zeige ich euch doch noch Beispiele. Das fällt besonders auf bei Fotos mit Farbverläufen, bei Produkten mit Farbverläufen, bei dunklen Hintergründen, hellen Vordergrund, Naturlichteinfall, bei Glasprodukten, bei Uhren, bei Schmuck, überall, wo es auf Nuancen kommt, Goldtöne, Rottöne, Grüntöne, habe ich sozusagen, es ist wichtig, all diese Informationen zu sammeln, die dann, wenn ich das Bild retuschierend herhole, dann auch benötige. Wenn ich das nicht habe, wird aus einem Rotverlauf relativ schnell ein dunkler Fleck, den ich dann umständlich herausretuschieren muss, Motive freistellen muss, Hintergründe neu einziehen muss und so weiter. Und all diese Dinge sieht man dann, wenn das Bild
groß gemacht wird. Große Transparente, große Posters, hinterleuchtete Motive auf Plakatwänden und dergleichen. Das ist heute aber nicht State of the Art. Wenn ich heute ein Foto abgebe in dieser Klasse, dann muss das passen. Diese Geschichte kommt ja nicht von daher, dass sozusagen nicht die Erfahrung von uns aller einfließt, weil jede Kammer, die erscheint, wird ja genutzt, wird täglich eingesetzt und jeder Fotograf, der was auf sich haltet oder der mit Kunden in Verbindung steht, mit großen Werbeagenturen in Verbindung steht, weiß, wo die Schwächen seiner Kamera liegen. Und im Kleinformat, also im 35mm Bereich, höre ich sehr oft, dass es Grünschwächen gibt, Rotschwächen gibt, Aufpixelungen in den Ecken und so weiter. Das heißt nicht, dass dieser Fotograf schlechter arbeitet als ein anderer Fotograf, sondern das heißt, er führt sein Werkzeug, seine Kamera an die Grenze. Und wenn dem Kunden diese Grenze ausreicht, dann rutscht er gerade durch. Wenn er diese Grenze nicht oder überschreitet, weil der Kunde nicht zufrieden ist, hat er das Problem, dass der Kunde glaubt, er ist kein guter Fotograf oder er ist nicht in der Lage, diesen Auftrag zu erfüllen. Hasselblatt-Sensoren werden sozusagen individuell kalibriert, werden schon in der Phase der Entwicklung ständig sozusagen an diese Extremsituation herangeführt und man schaut dann, wo sind die Abweichungen, wo stimmen Farbpixel nicht mehr, wo stimmen Tonalitäten nicht mehr, wo stimmt das Rauschen nicht mehr, und letztendlich wird es dann so zusammenkalibriert, dass nach diesem Sensortest alle Informationen auf diesem Sensor so korrigiert sind, dass sie das wiedergeben, was man fotografiert. Ich habe euch jetzt ein Bild da gezeigt von mir mit dem Mittelformatsensor. Es ist ein Bild von der H6D, die also den großen Mittelformat-Chip hat. Und da muss man sehen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, mir ist dauernd dieses Schalttool da im Weg, aber rechts unten die Goldschrift, diese feinen Farbverläufe, das sind also diese Chanel-Flakons, die links oben leicht lindgrün gefüllt sind, leicht rosa, leicht orange, die Spiegelungen im Glas, sorry. Und hier sieht man, auf was es ankommt bei Farbverläufen. Das ist also kein gestitchtes Bild, das ist eine Aufnahme. Selbstverständlich, bis man so ein Bild macht, stellt man viel Licht ein, macht viele Probeschüsse. Aber in letzter Konsequenz muss das Endergebnis, das Foto, das dann zur Retusche kommt, all diese Farbverläufe haben. Schaut es euch einmal an, bitte, die Röhrchen, die zum Sprüher hinaufführen, die Farbverläufe in den Glaskanten, die Spiegelungen auf den anderen Flakon, überall haltet die Kamera die Farbe und zeigt auch, dass also alle Nuancen des Orange, das durch das Licht hier gebrochen wird, das Orange spiegelt ab den grünen Flakon ein, wo sie neu beieinander liegen, und das Grün geht von dunkel ins hell. Und das Rosa, alle Farben werden so angezeigt, wie die Flakons sind. Das ist einmal diese Farbtonalität. Und was bei dem Sensor noch wichtig ist, was hier noch aufgenommen wird, sind die Lichtintensitäten und der Dynamikbereich. Der Dynamikbereich wird in Blenden gemessen, das wisst ihr ja schon von meinem letzten Webinar. Und wenn natürlich der Sensor größere Pixelanzahl bietet im Vergleich zu einem Sensorgröße 34x36mm wie in 35mm Kameras ist, dann verliere ich ungefähr 35%, 40% des Dynamikbereiches. Wenn ich dann noch falsch belichte, wird diese Differenz immer größer. Umso näher ich mich der optimalen Belichtung heranarbeite, auch mit der 35mm Kamera, umso geringer
ist sozusagen der Verlust des Dynamikbereiches. Allerdings, wir wissen alle, bei Shootings ist es nicht immer so, dass man wahnsinnig viel Zeit hat. Man muss sehr intuitiv handeln, auch mit der Belichtung. Und dann erst später, dann vor dem Computer, sieht man, ich hätte können da im Schatten ein bisschen heller sein, ich hätte können da bei der hellen Stelle ein bisschen dünkler sein, nur dann ist es vorbei. Ich habe diese Informationen nicht, wenn sie nicht aufgezeichnet werden, und dann muss ich anfangen, sozusagen herumzaubern in der Retusche. Was da dann herauskommt, sind meist unnatürliche, stark kontrastierte, überzogene Bilder. Also ich traue mir zu, dass ich bei zwei Bildern sofort das Bild heraus kenne, das mit der 35mm Kamera geschossen hat, aber nicht, weil ich Hellseher bin, sondern weil es zwei, drei Merkmale gibt, wo man sozusagen sieht, was passiert ist und was man machen kann. Die meisten Kameras mit Mittelformat-Sensor, insbesondere auch Hasselblad, durch diese Abstimmung sind in der Lage, eben dieses Bild auf einmal aufzunehmen. Okay. Ich hoffe, ihr seid noch da. Es kommt daran irgendwelche Störungen heute herein, aber ich weiß nicht warum. Also, noch einmal, die Mittelformatkameras und die Sensoren, insbesondere Hasselblad, ist eben in der Lage, dieses Bild auf einmal aufzunehmen. Das heißt nicht, dass ich beim ersten Bild die Bildinformationen sehe, die ganz im dunklen Bereich liegen, oder die sehe, die ganz im hellen Bereich sind. Sie sind aber da und kann sie dann mit Hilfe der Software, die auch von Hasselblad angeboten wird, die Focus-Software herholen, wo ich sie brauche. Und so bin ich also einfach sicher, dass ich diese Informationen habe. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass ein aufgenommenes Bild mit diesem Mittelformatsensor von Hasselblad, wo ich dann sehe, ganz da in dem dunklen Bereich und beim Ruck, das haben wir schon beim letzten Seminar gehabt, Webinar gehabt, weil dieser Sensor ja auch in der X1D und in der 907X verbaut ist, etwas kleiner natürlich in der H6D, aber deutlich größer als in der 35mm Kamera, sehe ich halt, dass ich all diese Informationen herholen kann. Das ist jetzt nicht das optimale Bild als erstes Bild, aber ich habe die Informationen her und kann eben nach Belieben den Rock aufhellen, ohne dass ich verpixle, und ich kann die hellen Stellen abdunkeln, ohne dass ich zu rauschen beginne, und gesamt gesehen komme ich dann dem menschlichen Auge sehr nahe und habe eben diese handwerkliche Möglichkeit, die ich eben im Kleinformat nicht habe und wo ich dann als Fotograf meine Arbeit, die da ist, ein kreatives Bild zu machen, zugunsten stundenlanger Retusche und eine Zauberei in der Retusche aufgegeben, was nicht der Sinn der Sache ist. Ich kann das natürlich auch dann als HDR-Bild rechnen, was dann immer zu unnatürlichen Ergebnissen führt und das schon lang out ist. Jetzt habe ich euch wieder zwei Bilder gegeben, wo man sieht, es sind beides Bilder mit der X1D 50C, also Mittelformatsensor, wo man sieht, was es ausmacht, wenn ich hinten bei dem linken Bild, wo die Dame da in die Luft schießt mit der Pistole, ich habe also in den hellen Stellen dieser weiße Tüllrock alle Bildinformationen, die ich brauche. Ich habe aber auch alle Bildinformationen hinten im Wald, ich sehe die Blätter. Das Bild wird natürlich nach hinten unscharf, weil auf die Dame fokussiert ist, absichtlich, dass man sozusagen ist bei diesem Modebild diese Mode hervorhebt. Aber ich hätte hinten sozusagen für jedes einzelne Blatt den richtigen Grünton und könnte sozusagen alle Farben im Hintergrund des Waldes, ganz hinten, genau hinter der Pistole, die Lichtung oder rechts daneben der etwas abgedunkelte Baumstamm. Ich hätte alle Bildinformationen da, um auch den Baumstamm sozusagen in seiner natürlichen Farbe, in seiner natürlichen Struktur in das Bild zu holen, wenn ich es wollte. Würde ich dieses Bild, das ungefähr von 50 Meter Entfernung aufgenommen ist, mit dem 300er Objektiv über einen See hinüber,
Im Kleinformat schießen hätte ich all diese Informationen nicht mehr und hätte alles hinter dem Glas, das nicht sozusagen ein Streiflicht vom Blitz bekommt, eine dunkle schwarze Fläche. Das Bild würde völlig anders aussehen und würde zwar Umrisse noch geben, aber wenn ich dann versuche, da aufzuhellen, dann fehlen mir die Bildinformationen, das Pixel geht nicht mehr her, rechnet einen Schnitt der Farbe und ich hätte hinten wahrscheinlich eine dunkelbraune bis schwarze Abdeckung. Genauso beim rechten Bild, wenn man schaut, wo sind da ganz die dunklen Stellen, links oben, ober dem Kopf, man sieht nur die Abzeichnung der Rohre. Der Blitz kommt von links, sodass da Schatten sein muss. Auch der Schatten links von Ihrem rechten Knie wollte ich so dunkel haben, aber ich hätte auch hinten noch die Informationen drinnen, und zwar die darunterliegende Mauer, die man links daneben sieht, hätte ich auch rechts machen können, was so unnatürlich wäre, weil ja der Blitz von links kommt. Auch die Farbinformationen vorne bei den Steinen oder ganz oben beim Holz, Struktur plus Farbe, Tonalität und Dynamikbereich voll da. Das führt uns dann gleich zu den natürlichen Farben. Ich habe zuerst schon gesagt, Kleinformatkameras haben das Problem, dass diese Sensoren nicht individuell kalibriert sind, sondern quasi produktionstechnisch gepresst werden. Das heißt, jeder Sensor ist gleich. Es wird sozusagen nicht getestet, der Sensor für diesen bestimmten Body. Kleinbildkameraanbieter, die sie auch alle heißen, verwenden diese Sensoren in verschiedenen Typen ihrer Kameras, also in der ganz kleinen bis zur ganz großen. Es wird immer sozusagen der Sensorschacht angebaut, angepasst und außen herum sozusagen der Body gebaut. Sie kaufen quasi immer dieselbe Kamera. Die andere hat mehr und andere weniger Funktionen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Kleinformatanbieter auch Profikameras anbietet oder seine Kameras als Profikameras bezeichnet und die Auflösung der Pixel größer macht, heißt es nicht, dass der Sensor größer wird, sondern er zwängt sozusagen komprimiert quasi diese Pixel hinein, was dazu führt, dass einige Anbieter im Sensorenbereich Probleme haben mit dem Farbprofil und dafür das Problem damit lösen, dass sie anbieten Kameraeinstellungen, wo sie in der Kamera, über die Software der Kamera, die Farbprofile ändern. Das brauche ich beim Mittelformat-Sensor von Hasselblad nicht. Es gibt sozusagen das Farbprofil von Hasselblad, das ist angepasst an die, sehen wir dann bei der nächsten Folie. Da werden die natürlichen Farben geliefert und das Farbprofil ist angepasst an das, was das menschliche Auge sieht. Und das menschliche Auge sieht die Farben und die Farbverläufe oder Farbnuancen so, wie sie sind. Nichts ist so gut wie das menschliche Auge, aber dieses Musterbild, das ich mir da herausgesucht habe, sieht man, dass schwarz nicht schwarz ist, überall gleich schwarz ist, dass schwarz, das Orange beim Käfer, die Nackenhaare, die Grünen, das sind alles Farben, die das Bild so machen, wie es das menschliche Auge sieht, und das ist das, was man heute machen muss. Man muss ein Bild zeigen, das so ist, wie es ist. Wenn ich da zu wenig Informationen habe, driftet dieses Grün leicht ins Braun ab, das Orange und Rot am Panzer hinten mutiert zum Braun oder Schwarz, und dieses Bild und dieser Käfer schaut ganz anders aus, wie es eigentlich ist. Und niemand möchte ein Bild, das schlechter ausschaut wie die Wirklichkeit, sondern es umgekehrt. Jeder möchte ein Bild, das besser ausschaut wie die Wirklichkeit. Und dafür brauche ich halt ein Handwerkzeug, das mir genau das zeigt, was ich sehe. Das rechts oben, diese durchgestrichenen Damen, ist sozusagen das Problem oder
die Lösung, die scheinbare Lösung des Problems der Kleinformatanbieter, dass sie eben ihren mit der Software versuchen, ihren Sensor so anzubauen, dass ich immer ein Porträtprofil habe, ein Produktprofil, weil sie natürlich wissen, dass der Sensor, den sie haben, nicht in der Lage ist, alle drei Sachen, Landschaft, Produkt, Menschen, Hauttöne von Menschen abzubilden, ohne dass der User das umstellt. Das macht es wahnsinnig kompliziert, das vergesse ich ja mal oder muss auch beim Porträt darauf achten, welchen Blitz verwende ich, warm, kalt, starker, leichter, helle Haut, dunkle Haut, was immer sozusagen mein Problem ist. Diese Kameras sind nicht in der Lage, sozusagen mir das zu liefern, was vor mir sitzt oder steht und wie die echten Farben sind. Aus diesem Grund hat man eben diese Softwareveränderungen, Veränderungsmöglichkeiten eingeführt, was aber ein bisschen sozusagen eine Mogelpackung ist. Die Hasselblad Network Color Solution, das ist sozusagen, das orientiert sich da an den internationalen Vorgaben für Farben in 16-Bit und natürlich, wenn ich alle Farbverläufe habe und alle Informationen zu den Farbverlaufen, habe ich natürlich auch ganz weiche Tonübergänge und habe schon aus der Kamera das RAW, wie ich es brauche. Um das mit den Farbverläufen und mit den Farbinformationen noch einmal darzustellen, habe ich euch noch zwei Bilder von mir. Einmal links, das ist der rote Chanel-Flakon. Ihr werdet das Bild vielleicht aus der Werbung kennen. Das ist ganz einfach. Der Anbieter dieses Duftes legt Wert darauf, dass das Glas seines Flakons eine ganz bestimmte Rotton hat, der exklusiv geschützt ist. Niemand darf diese Werbung auf diesem Glas verwenden. Und er wäre natürlich schlecht beraten, wenn in der Werbung das nicht herauskommt, dass dieses Rot sein Rot ist und so erkennt man den Flakon. So, das heißt, ich muss diesen Flakon in diesem Farbton abbilden. Das wird dann nachgemessen, wenn man das Bild abgibt bei der Agentur, ob das der richtige Rotton ist. Hätte jetzt meine Kamera nicht die Möglichkeit oder mein Sensor nicht die Möglichkeit, dieses Rot originalgetreu nachzustellen, müsste ich ihn einfärben. Das würde bedeuten, bei Glas, ich verliere alle Blitzkanten, ich verliere alle Verläufe im Glas, weil ich nur eine richtige Rotfläche drüber lege und natürlich alles verdecke, was Glas und Glaskanten ausmacht in der Fotografie. Der Hintergrund ist angepasst an dieses Rot, aber hat noch einmal drei verschiedene Rottöne. Hinter dem Flakon ist ein anderer Rotton als auf dem Boden. Die Platten sind weiß und werden rot eingespiegelt und werfen Schatten vom Blitz. Das heißt, ich darf da keine Abweichungen haben und muss schauen, dass ich also alles, wenn ich das jetzt als RAW-Bild herausbekomme, ist die Retusche einfach. Wenn ich das nicht herausbekomme, und das wäre beim 35mm Sensor der Fall, dann muss ich anfangen zaubern und das Bild wird weniger lebendig sein, das Bild wird stumpf sein. Ähnlich bei dem Bild, wo der Spiegel am Boden liegt und diese Farben in diesem Stoff, niemand oder kein Kunde möchte sozusagen, dass die Farben seines Produktes nicht stimmen. Das Bild rechts ist nahezu unretuschiert, braucht man auch nicht. Der blaue Himmel, die weißen Wolken, Stoffspiegel, grauer Stein, nicht notwendig. Ein Schuss, kurze Kontrasterhöhung oder Lichtschattenausgleich, aber alle Informationen da. Dazu gehört auch, wenn man jetzt vom Sensor ein bisschen weggeht, wir haben schon gehört, was alles wichtig ist, ist auch der Verschluss. Bei Hasselblad ist es so, dass diese Verschlüsse, Blattverschlüsse, die Zentralverschlüsse im Objektiv integriert sind und nicht wie bei Kleinbildanbietern oft in der Kamera, weil solche Kleinbildkameras oft
so ausgerichtet sind, dass man auch andere Objektive von billigeren Anbietern und so weiter verwenden kann. Hätte dieses Objektiv jetzt keinen Verschluss eingebaut, könnte es ja nicht verwenden, sodass also das Kleinformat von mir gerne, aber nicht abwertend als Leinformat bezeichnete Format, ist natürlich ausgerichtet auf die Masse, auf den maximalen Vertrieb in der Masse. Und da kann man nicht individuell auf einen eingehen, der was anderes sucht letztlich. Und wenn man heute schaut, was Kleinbild gute Profikameras bezeichnet, Kleinbildkameras kosten im Vergleich zu der X1D von Hasselblad zum Beispiel, bin ich nicht mehr weit entfernt, aber qualitativ habe ich sozusagen nicht annähernd eine Chance. Der Vorteil, dass dieser Blatter-Zentralverschluss im Objektiv ist, ist natürlich, ich habe kaum eine Vibration. Ich habe viel eine längere Haltungsdauer. Auf dem Bild seht ihr die Bewegung des Verschlusses. Also sich vorstellen wie eine Rose, die sozusagen auseinander und zusammengeht. Hat den weiteren Vorteil, dass das Kameragehäuse viel kleiner sein kann, weil ich diesen Verschluss ja nicht in der Kamera habe, sondern im Objektiv. Und der allergrößte Vorteil für mich ist, neben der Vibration und natürlich dem kleinen Kameragehäuse, ist, dass die Blitzsynchronisierung viel besser funktioniert und viel genauer ist. Und ich habe es da geschrieben, bis 1/2000 Sekunde ohne Spezialausrüstung kann ich den Blitz synchronisieren. Und das bei jedem Objektiv, bei jedem Makro-Konverter, auch beim Tilt-Shift kann ich das verwenden. Und das macht wahnsinnig viel aus. Und wenn man jetzt sich die nächste Folie anschaut, sieht man links unten den Linsenverschluss der X1D. Das ist also perfekt in den Objektiven eingebaut und ich habe da eine Auslöselebensdauer von 1 Million Aufnahmen. Hingegen, wenn ich das in die Kamera habe und je nachdem, wie es gebaut ist, sind da 2, 3 verschiedene Möglichkeiten, dann bin ich irgendwo bei 100, 150.000 Auslösungen und dann fangen die Probleme an. Zur Synchronisation von Blitz, ohne jetzt da in wahnsinnig große Details der Kunst des Lichtes eingehen zu wollen, das ist ein anderes Webinar. Das habe ich euch wieder 2 Beispiele gezeigt, wo Blitzsynchronisation ganz wichtig ist. Immer wenn Produkte unkontrollierbar bewegt sein, ist natürlich wichtig, dass die Synchronisation, Auslösung und Blitz ist entscheidend für das Bild. Links, ohne da groß in die Geheimnisse zu verraten, die Produkte sind natürlich nicht als Gruppe ins Wasser gefallen, sondern einzeln. Unabhängig davon muss jedes Produkt, das ins Wasser fällt, um dann zusammengebaut zu werden, optimal blitzsynchronisiert sein, weil es eingefroren gehört, weil die Wasserblasen scharf sein müssen, weil die Spiegelungen im Wasser oben, da sind wir wieder beim Dynamikbereich und bei der Farbtonalität. Wenn man ganz oben schaut, die goldenen Stöpsel, die sich in der Wasseroberfläche spiegeln, haben dieselbe Farbe wie die Deckel selbst. Alle Golddeckel sind vom Blitz sozusagen getroffen, zeigt aber die Kamera die gleiche Farbe, den gleichen Goldton, den gleichen Goldverlauf. Und das ist sozusagen keine Retusche-Geschichte, sondern eben eine optimale Blitzsynchronisierung. Und da könnte man auch nicht mehr groß retuschieren. Wenn ich bei dem zweiten Produkt von links auf dem Deckel den falschen Goldton habe, kann ich das Bild noch einmal machen und der Kunde hat keine Freude. Das driftet sehr schnell ab, wenn da sozusagen die Blitzsynchronisation und die ganzen Farbinformationen nicht stimmen und nicht passen. Ähnliches beim rechten Bild. Das Mädchen schmeißt natürlich diesen Stoff. Der Stoff ist ein ganz besonderer Stoff,
das dem Designer wichtig ist zu sehen. Er ist leicht, er fliegt und er changiert im Licht von hellblau bis dunkelblau. Das will er natürlich am Foto sehen. Seht ihr vorne ein Querformat vor dem Schritt des Mädchens, dass der Stoff changiert, wenn Licht aufgedreht wird. Und all diese Informationen könnte man niemals in der Retusche darstellen und schon gar nicht auf einem Kleinformat. Das ist der Unterschied und der größte Vorteil eines Mittelformatsensors. Warum machen Hasselblad-Kameras, um es einzugrenzen, warum machen Mittelformatsensoren, die individuell kalibriert sind, eine so viel bessere Bildqualität? Und da komme ich wieder zurück auf die Frage, warum Hasselblad? Es ist ein Zusammenspiel zwischen Sensor, der Mittelformattechnologie, der digitalen, der Optik, des Verschlusses und der Software. Wenn diese vier Dinge optimal zusammenspielen und alles funktioniert, dann habe ich ein RAW-Format, das, mit dem man arbeiten kann und mit dem man dann solche Bilder macht, wie mein schwedischer Kollege mit diesem Käferbild. Das ist allerdings, aber das ist auch kein Geheimnis, ein Bild mit der Multishot-Kamera von Hasselblad mit der H6D, wo man 6 Aufnahmen macht und der Sensor bei jeder Aufnahme um 1 Pixel verschoben wird, was dazu führt, dass ich aus einer 50 Millionen Pixel Auflösung oder 200 Millionen Auflösung kriege, weil durch die Bewegung des Sensors, das mit einem High-Technik-Motor bewegt wird, ich noch einmal sozusagen das Pixel vervierfachen kann. Aber ein wunderschönes Bild und mit den richtigen Farben. Wie wichtig Farbverläufe sind und Qualität im Detail und im Dunklen. Steif nach, da ein Bild der neuen Dieter-Brille, das jetzt dargestellt wird in 400% Größe. Also das Bild ist sozusagen ausgeschnitten aus einer Aufnahme dieser Brille mit 400%. Das heißt, selbst bei 400% Vergrößerung, natürlich im Glas, das in sich Einschlüsse hat, das ist also nicht Schmutz, sondern Einschlüsse in geschliffenen Brillengläsern, nimmt die Kamera noch sozusagen auch die Fehler des Produktes auf. Man sieht da unter dem Schriftzug, der Schriftzug ist nicht perfekt gestanzt. Die Rahmen haben kleine Macken und Fehler. Links oben zum Beispiel ober dem U sieht man die feinsten Beschädigungen des Rahmens, die man mit freiem Auge nicht sieht, bei 4-fachen Vergrößerung. Aber der Sensor hat sein Wort gehalten und hat mir alles geliefert. Farbverlauf und Lichtverlauf am schwarzen Acetatrahmen, die Goldtöne stimmen noch, der Verlauf auf dem Glas von Grau ins Violett stimmt, sogar der Goldton hinter dem Glas stimmt. All diese Informationen kann ich nur sozusagen auf diesen Sensor bringen, wenn er groß genug ist und auch die Kraft hat. All diese Dinge, habe ich schon gesagt, hat Victor Hasselblad 1941 begonnen, immer mit dem Wunsch, er möchte die beste Kamera der Welt bauen und ist natürlich auch im Laufe der Zeit. Hasselblad hat nicht immer alles aus einer Hand gemacht, sie haben angefangen Bodies zu bauen, haben dann Carl Zeiss und andere Linsen zugekauft, haben Rückteile zugekauft, aber man ist relativ schnell darauf gekommen, wenn man der Beste sein will, muss man alles selber machen und alles aufeinander abstimmen. Und das ist jetzt der Fall. Und deswegen habe ich einen großen Vorteil, wenn ich mich sozusagen diesem Handwerksgerät zu widme. Unabhängig davon, das schwedische Design, das immer besser wird aus meiner Sicht,
Die Kameras werden jetzt sehr viel kompakter und kleiner mit der X1D und mit der 9.7, obwohl sie vollwertige Mittelformatkameras sind und haben alle diesen Chip. Die präzise Mechanik der Schrauben wie das Blatt wird hochwertigst verarbeitet. Ich habe eine Hasselblatt, die 20 Jahre alt ist, ich habe eine, die 15 Jahre alt ist, die immer noch funktionieren. Ich habe natürlich neuwertige Kameras, aber es ist nicht so, dass Hasselblatt-Kameras in ihrer Funktion nachlassen. Sie lassen möglicherweise in weiterentwickelter Technik nach. Vor 2, 3 Jahren hat Hasselblatt den neuen Sensor entwickelt mit mehr Lichtfähigkeit. Und aber nicht die Kameras an sich lassen ihre Funktion nicht. Meine 20-jährige Kamera macht immer noch die gleich guten Bilder, wie sie vor 20 Jahren gemacht hat. Das ist also auch, war auch nie im Service. Was manchmal in den Service muss, sind wahnsinnig stark beanspruchte Objektive. Das passiert mir auch. Auch meine Objektive sind schon zwischen 15 und 20 Jahre alt und die lasse ich immer wieder warten, weil natürlich das Zusammenspiel, wie ich schon euch gesagt habe, funktionieren muss. Erlaubt mir noch einen kurzen Hinweis auf die Hasselblatt-Community. Ich möchte nicht verhehlen, dass ich diese Art von Familie liebe, wenn ich weiß, dass der meine Kameras produziert und mir verkauft, mich auch als Familienmitglied sieht, der mich unterstützt, der egal wo ich auf der Welt bin, immer wieder Sachen liefert, wenn ich was brauche, der auf mich schaut, der mich immer wieder informiert, was Neues gibt, der immer wieder Seminare, Webinare, alles Mögliche anbietet, der Wettbewerbe veranstaltet, dass man schauen kann, wo steht man kreativ und so weiter. Das ist die Community von Hasselblatt, der ich natürlich nur beitrete, wenn ich eine habe. Da jetzt habe ich schon erwähnt, es gibt diese X1D, 50T, erste spiegellose Mittelformatkamera, jetzt mittlerweile X1D 2, 50C. 50C steht für den 50 Millionen Pixel CMOS Sensor, den wir zuerst besprochen haben. Das ist also eine vollwertige Mittelformatkamera, die nicht größer ist als eine herkömmliche. Nur noch einmal zum Vergleich. 43,8 x 32,9 Sensor, das ist sozusagen der helle Rahmen und im Vergleich dazu der 36 x 24 mm Sensor, das zeigt so bei dem Bild, ich habe zuerst den Schnitt genannt, hat der andere Sensor 67% mehr Lichtsammelfläche als der FF Sensor. FF steht für Full Frame. Warum der Full Frame Sensor heißt, habe ich ehrlich gesagt nach 25 Jahren immer noch nicht verstanden, weil Full Frame dürfte sich wohl beziehen, dass sozusagen die Lichtsammelfläche bis an den Rand geht, was allerdings sich nicht bewahrheitet. Er bleibt knapp drunter und warum Full Frame, das ist wahrscheinlich ein Verkaufsargument und dem sitzen leider viele Kollegen auf, die dann sagen, ich habe eher einen Vollformat-Sensor und du hast nur einen Mittelformat-Sensor, aber ich denke, das ist der Fall davon, Vollformat-Sensor im Kleinformat ist 36 x 24 mm. So, das neueste Kind von Hasselblatt, die 9.7X plus das CF250C Rückteil, haben wir im letzten Webinar angesprochen. Was kann die Kamera, was ist der Unterschied zu der X1D? 2, 3 Kollegen haben mir nette Mails geschrieben und wir haben zusammen sozusagen herausgefunden, welche Kamera für sie die richtige ist. Die 907, ganz grob gesagt, ist was für Fotografen, die analoge Geräte haben, analoge Hasselblatt haben, analoge andere Kameras haben, die können das Rückteil dann nämlich auch verwenden für analoge, haben quasi 2 Fliegen auf einen Streich. Wunderschönes Design, wahnsinnig handlich. Objektive können verwendet werden, die alle sind, das ist der Größenvergleich, das ist sozusagen X1D2 rechts, das ist sozusagen vom Design und vom Handling her ähnlich den
Kleinformatkamera aus der 35mm Kamera, die im Handel sind, ist nicht größer, ist nicht schwer, aber mit Mittelformatsensor. Links ist ein bisschen größer, ist mehr Studiokamera, mehr auf das, wo man Zeit hat, wo man ausrichten kann. Man hat diesen klappbaren Bildschirm und auch die 907, noch einmal größer jetzt, hat diesen 50 Millionen Mittelformat-Chip drinnen bei gleicher Größe der Kameras. So, nochmal seitlich gegenübergestellt. Hier noch einmal die Preise, das haben wir zuerst auch angeschlossen, die X1D, also da war es vergleichbar mit sozusagen einer guten Canon oder guten Sony-Kamera, allerdings da im Mittelformat und nicht im Ding sind wir irgendwo bei 5.000 Euro. Die 907 mit dem Rückgrat ist ein bisschen teurer. Ich brauche auch da noch den Kontrollgriff dazu. Ich brauche ihn nicht, aber es ist empfehlenswert. Also bin ich zwischen 5.000 und 6.000 Euro und habe eine vollwertige Mittelformatkamera, die sozusagen überall einsetzbar ist, mit allen Linsen zum Arbeiten geht. Alle Hasselblatt-Linsen mit Adapter, sogar die H-System-Linsen gehen mit einem Adapter auf beide Kameras. Das ist also der XH-Adapter. Dann gibt es noch den XV, das sind die Zeiss-Linsen von früher, die Hasselblatt sozusagen auf den analogen Geräten noch verwendet hat und dann auch transferiert hat in das digitale Zeitalter und dann jetzt auch in die neuesten Ausgaben mit dem XV-Adapter verwendet werden können. X-Pen, Hasselblatt X-Pen, Profis und Hasselblatt-Fans von euch wissen, X-Pen ist diese Kamera, die analoge, extreme Panoramafotografien macht. Diese Linsen können auch auf den neuen zwei digitalen Geräten eingesetzt werden. Als eine Kamera, drei Möglichkeiten. Jetzt nochmal zur Zusammenfassung möchte ich euch noch einmal zeigen, an einem praktischen Beispiel vor zwei Wochen gemacht in München, Architekturfotos für den Nikita Shop, den neuen in München, wo es extrem ankommt auf die natürliche Darstellung, die sie Firmen haben, bestimmte Marmorplatten, die man da sieht beim Verkaufspult oder bestimmte Teppichfarben, bestimmte Töne in den Spiegeln, die Wandfarben, alles macht der Kunde sozusagen perfekt zu seinem CI und das will er natürlich auch auf den Fotos sehen. Und ich war in München mit dem kleinen X1D-Koffer, also X1D und zwei Objektive drin, Entschuldigung, drei Objektive drinnen, also minimales Reisegepäck, aber maximaler Dynamikbereich, völlig natürliche Farbwiedergabe und natürlich 50 Millionen Pixel Auflösung. Aus diesem Bild könnte ich jetzt den Mittelteil herausschneiden. Ich könnte ein Querformat machen, nur mit dem Verkaufspult und hätte immer noch ausreichend für Druck mit 300 dB zur Verfügung und jedes Detail würde sozusagen noch ausreichen. Das ist auch ein Bild, das ich euch herausgesucht habe, weil man da sieht, diese weichen Farbverläufe. Die graue Wand, der Spiegel, der Schatten knapp unter der Decke, der Verlauf in dem grünen Verkaufspräsenter, der daneben steht das braune, dahinter steht das braune. All diese Farbverläufe müssen stimmen und wären nicht fotografierbar mit weniger Dynamikbereich. Das heißt, ich müsste mit der Kleinformatkamera zuerst schauen, dass ich den Grünton herkriege. Müsste ich noch ein Bild machen, müsste den Braunton des Spiegels herkriegen, dann müsste ich schauen, dass ich das Korallenrot des Teppichs herkriege und irgendwann müsste ich zusammenbauen. Und wenn ich zwei Glasschichten, das habt ihr zuerst schon gesehen, beim Chanel-Flakon zusammenbaue, verliere ich jeden Glanz, jede Spiegelung und jede Natürlichkeit. Das sind auch Beispiele links, wo ich sagen muss, wenn mehrere Farben zusammenkommen, in der gleichen Farbfamilie sind, und ich habe nicht ausreichend Dynamikbereich und Tonalität auf meinem Sensor, neigen Kleinformatkameras dazu, dass sie aus dem Grünton da fließen
und dem Blau des Teppichs einen Mischmasch machen und mir das Bild völlig anders darstellen, als es in Natur ist. Im Mittelformat nicht der Fall. Ebenso rechts die grüne Couch, der gelbe Stuhl, der lilafarbene Teppich, die grauen Wände, alles neutrale Grautöne, die sozusagen exakt ausgemessen sind und beim Sensor eingestellt sind. Die 907, die den gleichen Sensor hat wie die X1D, aber individuell kalibriert ist für diese Kamera, ist ein völlig identischer Sensor von der Größe her. Durch die individuelle Kalibrierung habe ich jetzt da auch wieder die Möglichkeit, sozusagen, dass ich auf alle echten Farben zugreifen kann. Wenn man beim rechten Bild schaut, in den dunklen Bereichen des Spiegels rechts, sieht man also alle Holzinformationen. Die Kleidfarbe ist identisch mit der Farbe des sozusagen des direkt belichteten Kleides, auch die Goldtöne der Lampen und so weiter. Es kommt immer aufs Gleiche hinaus. Man muss bei solchen Bildern möglichst nur eine Aufnahme brauchen und muss alle Informationen haben, die ich sozusagen vordergründig auf dem Bild oder wenn ich durch den Sucher schaue, gar nicht wahrnehme. Dunkle Stellen unter dem Waschbecken, im Waschbecken, die mich gar nicht so interessieren, weil zuerst auf dieses Model schaue, aber ich muss sie haben, um dann die Natürlichkeit des Bildes darzustellen. Also für mich ist so, dass der Umstieg vom Kleinformat, von der 35 mm Kamera auf das Mittelformat, erster Schritt ist, nicht nur zu einem besseren Werkzeug, sondern das Vordringen einer völlig neuen Kunden. Kunden, die gutes Bildmaterial wollen und ihre Produkte, die meist teuer sind, so darstellen wollen, wie sie sind, können keine Kompromisse machen in der Darstellung. Und sie lieben es, aus großen Architekturbildern, aus großen Szenenfotos, kleine Bilder herauszuschneiden, 3-4 Mal das Bild teilen für Instagram, also das Bild im Bild zu machen. Und da ist es erforderlich, dass natürlich von links oben bis rechts unten und umgekehrt alle Farbinformationen, alle Kontrastinformationen da sind. Und nur so kann ich den Kunden zufriedenstellen. Ich bin deshalb auf Hasselblatt gekommen und auf die Hasselblatt-Sensoren gekommen und ich möchte mich nicht nochmal wiederholen, aber weil diese Sensoren individuell kalibriert sind, individuell getestet werden, individuell für die Kamera eingesetzt werden und für mich als Fotografen sicherstellen, dass ich, wenn ich mit dieser Kamera arbeite, das bekomme, was ich durch den Sucher und mit meinem Auge sehe und danach nicht mehr herumzaubern muss und irgendwelche Farbkorrekturen oder was immer vornehmen muss, sondern dass man diese Kamera das liefert, was ich mache. Ich wurde noch nie enttäuscht, auch nicht von den neuen Kameras, die deutlich kleiner sind, deutlich leichter sind und mich äußerst zufriedenzustellen. Wenn ihr jetzt irgendetwas nicht verstanden habt oder irgendeine besondere Frage habt zu den Sensoren, zu den Unterschieden, es gibt ja immer wieder individuelle Fragen oder Probleme mit Kleinbildkameras, die man möglicherweise lösen kann, dann schreibt mir entweder E-Mail, ich antworte so schnell ich kann und ich hoffe, ich konnte sozusagen dieses Gerücht des Kleinformat-Vollformat-Sensors ein bisschen aufklären. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und ja, alles Gute und viel Spaß beim Arbeiten und bis bald. Dankeschön.